Hallo, mein Lieber, willkommen zurück. Ich bin Jan. Und manchmal werde ich gefragt, Jan, wo kriegst du eigentlich diese ganzen Videoideen her? Und da sage ich, wenn du in dem Thema unterwegs bist, Übergewicht, Gesundheit, da guckst du ja mit einer ganz anderen Brille auf die Welt. Und dann reicht es zum Beispiel schon, wenn ich einfach einen Film sehe, wie zum Beispiel zuletzt Castaway mit Tom Hanks. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Der, ne, ist irgendwie stürzt ab, Flugzeug, Klassiker, landet auf der einsamen Insel und muss dann da einige Jahre zubringen, ne? Und er landet da und hat diverse körperliche Zipperlein, mal abgesehen davon, dass er drastisch übergewichtig ist. Und dann gibt es dann irgendwann so die Blende, paar Jahre später allein auf der Insel, und dann ist er dann rank und schlank und irgendwie auch total healthy, ne? Und da wird ein bisschen gezeigt, wovon ernährt er sich denn so. So, da habe ich gedacht, guck mal, vielleicht wäre so eine einsame Insel, verschollene einsame Inselernährung ja einfach gar nicht schlecht. Da können wir aber kurz drauf gucken. Ich würde es gerne in zwei Hälften aufteilen. Also einmal tatsächlich, was passiert wirklich, wenn du auf so einer einsamen Südseeinsel landest, ja? Und was können wir da aus der echten Welt, ja, in der du dich ja vielleicht freiwillig auf eine einsame Insel mal begibst, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Ja, und das will ich da so ein bisschen aufteilen. Also, was macht er im Film? Er muss es aber erstmal lernen, ja, so wie früher. Die Steinzeitmenschen musste er ja auch jagen und sammeln, ne? Das hat uns ja viele hunderttausend Jahre total gut getan. Nur in den letzten 60, 70, 80 Jahren ist es ja ordentlich schief gelaufen. Egal, auf jeden Fall, er lernt halt einfach. Ja, jagen, ne? So, also er fängt ja an zu jagen und vor allen Dingen natürlich Fische fangen, ne? So mit Netz und Speer und keine Ahnung. Und da hast du natürlich, wenn es darum geht, ne, drei Lebensmittel, wird hier mal aufgedunken, machen wir gleich klar, ne, drei Lebensmittel auf der Insel. Und welche drei Lebensmittel solltest du aus der echten Welt, wenn du die Chance dazu hast, mitnehmen auf die einsame Insel? Also, fangen wir nochmal an. Du landest auf der Insel und hast es dich vorgehabt. So, dann ist natürlich das Wichtigste, du brauchst eine Proteinquelle. Du brauchst eine Proteinquelle, weil, vielleicht kurz zur Einführung, wir haben halt einfach die drei Hauptnährstoffe, die uns versorgen, aus denen ein Lebensmittel, wenn es eins ist, maximal bestehen kann. Das ist Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate. Mehr kannst du nicht haben. So, jetzt hast du idealerweise Fett ja schon dabei. Ja, und Kohlenhydrate sind da irgendwie sowieso überall drin, ne? Irgendwie Obst, Gemüse, keine Ahnung, ist überall drin. Und der Rest, der fehlt, kann der Körper selber herstellen. So, ne? Und Fett, wie gesagt, hast du dabei, brauchst du vielleicht gar nicht so viel essen, ist aber meistens in Eiweißquellen auch dabei. Auf jeden Fall Punkt 1, du brauchst eine Eiweißquelle. So, welche kann das sein? Idealerweise eine, die hochwertiges Eiweiß besitzt. Und da sind wir gut aufgehoben bei Meeresfrüchten und Fische. Hat er am Start, ne? Total super. Und Fett wird da auch dabei sein. Das heißt, er hat auch eine gute Fettquelle. Eine zweite gute Fettquelle, die er hat, ist, wo auch ein paar Kohlenhydrate drin sind und auch viele andere wichtige Nähr- und Inhaltsstoffe sind, die Kokosnüsse überraschenderweise, ist aus meiner Perspektive ein echtes Superfood. Ja, gibt es mittlerweile ja einfach auch in jedem Supermarkt. Ja, Kokosnüsse ist ja bei uns auch nicht mehr schwer ranzukommen. Musst du dich nicht in der Südsee unter eine Palme legen. Ist übrigens sehr gefährlich. Wenn dir so ein Ding auf den Kopf fällt, ist es vorbei. So, also, Meeresfrüchte, Fische, also alles so aus dem Meer. Ja. Punkt 1, wichtigste Lebensmittel. Punkt 2 ist da auf jeden Fall die Kokosnuss. Klare Sache. Ja. Und idealerweise hast du noch irgendwas vom Baum. Ja, oder vom Busch, ja, irgendwie so ein grünes Gemüsemäßiges, was du dir reinziehen kannst. Oder in dem Fall konnte er noch andere Obstsorten da irgendwie ernten und da bist du ganz weit vorne, ne? Also das heißt, hast schon mal zwei wichtige Sachen, ne? Wichtig ist auch nochmal zurück, dass das Protein ein gutes Protein ist, weil du brauchst einfach die komplette Aminosäurenbilanz, ne? Ein Protein, ein vollständiges, was der Körper verwerten kann, muss ein vollständiges Aminosäureprofil aufweisen, ne? So, und da ist vor allen Dingen in natürlichen Lebensmitteln, dem Fisch zum Beispiel, sehr viel von vorhanden. Genau, so. Dritte wichtige Lebensmittel, und das war ein bisschen tricky auch in dem Film, ist Wasser. Überraschenderweise Wasser. Der hat es dann irgendwann so gelöst, der hat dann keine Wasserquelle auf der Insel selbst gefunden und mehr Wasser kannst du logischerweise nicht nehmen, weil eine Entsalzungsanlage hat er jetzt nicht dabei gehabt und hat einfach das Regenwasser aufgefangen. Ne? Also, die drei Sachen, wenn du auf der einsamen Insel landest, ja, die du brauchst, lerne Fische fangen, Meeresfrüchte sammeln.
Guck, dass du Kokosnüsse am Start kriegst, vielleicht noch ein paar andere Wildbananen oder so, die der da gefunden hat, oder irgendwas Grünes, was du dir noch reinfahren kannst. Weil in dem ganzen Grünzeug, in dem Obst, da sind ja die ganzen Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Antioxidantien, so der komplette Programm, ne? Ballaststoffe, alles, was du brauchst, ist da drin. Und Eiweiß hast du auch, wie gesagt, abgedeckt und dann brauchst du halt Wasser. Ne? Wir bestehen so und so viel aus Wasser. Wasser, wir müssen hydriert bleiben und dann kannst du da auf der Insel 100 Jahre alt werden. Mit nur diesen Lebensmitteln, ganz genau. So, nächster Punkt. Wenn du jetzt sagst, ich will auf die einsame Insel gehen und ich nehme aus der echten unserer westlichen Welt drei Lebensmittel mit, welche wären das idealerweise? Fangen wir wieder vorne an. Das Protein, dann nimmst du bitte mit Eier. Das Hühnerei. Eier sind ein fantastisches Superfood, weil das Hühnerei. Oder grundsätzlich Eier, weil daraus soll ja grundsätzlich Leben entstehen. Das heißt also, eine vollständige Versorgung von dem Embryo, der entstehen hätte sollen, muss halt gewährleistet sein. Und du hast im Hühnerei unfassbar viele vollständige Proteine. Es ist ein unfassbar hohe, die höchste unserer Lebensmittel Bioverfügbarkeit, die du dir vorstellen kannst. Das heißt also, wenn der Rest deines Lebens deine Proteinquelle nur noch das Hühnerei wäre, wäre das kein Problem. Gleichzeitig hast du im Hühnerei auch noch die oft kritischen Nährstoffe, die immer wieder auch bei uns in der Bevölkerung einfach unterrepräsentiert sind. Das ist vor allem Vitamin B12 und noch einige andere B-Vitamine, die hast du da auch mit drin. Das ist auch Seltenheitswert, also total super. Und du hast auch ein gutes Verhältnis von Fett und Eiweiß. Ne? Fettquelle ist nämlich ein Ei auch, Hälfte Fett, Hälfte Eiweiß besteht so ein Hühnerei. Und sehr hochwertiges Fett, total super. So. Das zweite, was du mitnimmst, bitte, auf die einsame Insel, ist auf jeden Fall grünes Gemüse. So, ja, jetzt kriegst du Panik, ne? Also, egal, ob das jetzt irgendwie Brokkoli ist, ob es Rosenkohl ist, ich persönlich mag Rosenkohl total gern. Ich weiß, dass das für viele der Endgegner ist, ja? So, aber das nimmst du auf jeden Fall mit. Warum? Auch wieder gleiches Spiel wie eben. Du hast eine unglaublich hohe Vitamin-, Mineralstoffdichte. Mikronährstoffe, du hast die Antioxidantien drin, du hast alles drin, was du brauchst in dem grünen Gemüse, echtes Superfood, alle Vitamine, alles an Bord. So, und dann auch wieder Wasser. Also, ja, wenn du Hühnereier mitnimmst und grünes Gemüse in ausreichender Weise und Wasser, kannst du mit den Lebensmitteln dort 100 Jahre alt werden und dir wird es an nichts fehlen. Ja, und ja, ist ein bisschen langweilig. Funktioniert aber. Ne? Also, und wahrscheinlich wirst du dich gerade, wenn du in der Situation wärst, übergewichtig zu sein, irgendwelche Zivilisationskrankheiten haben, wirst du die wahrscheinlich mit dieser Ernährungsweise, auch wenn sie keinen Spaß macht, aber ne, gezwungenermaßen wirst du es dann da durchziehen, ja, wirst du den eine oder andere Zivilisationskrankheit, Zipperlein, Übergewicht wahrscheinlich einfach da loswerden. Das ist Fakt. Ne? Das ist auch in dem Film Castaway, das ist ja auch super hergestellt und dargestellt. Und ja, genauso kann es eben laufen. Ne? So, das war jetzt mal ein Video, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich einfach mal, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Und wenn du nicht auf eine einsame Insel dich verbannen lassen willst, um deine Probleme zu lösen, deine Herausforderungen, sondern wenn du das entspannt, zielsicher auf eine gute Weise nachhaltig machen willst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Unten in der Infobox ist ein Link, da kannst du dich für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich eintragen. Und ja, ich freue mich auf dich und ich hoffe, du hattest Spaß an dem Video. Es hat so ein bisschen Augenzwinkern gehabt und muss auch mal sein. Bis dahin, ciao.